Habt ihr einen schönen zweiten Advent gestern verlebt? Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Montag. Ich bin's, der Gottschalk. Ja, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Wir haben auch gesungen zu Hause. Ja, aber ruckizucki steht dann eben nicht nur das Christkind, sondern auch mal die Feuerwehr vor der Tür. So besinnlich und kuschelig die Adventszeit ist, so gefährlich kann sie auch sein. Denn echte Kerzen können den ganzen heimlichen Trubel so ganz schnell wegpusten und dann steht die Wohnung in Brand. Das klingt jetzt sehr drastisch, aber es passiert auch immer wieder, weiß auch unser Feuerwehr-Willi André Willer, der Ortsbrandmeister in Vesbeck. Wenn man dabei sitzt, dann geht's vielleicht noch, behaupte ich mal. Schlimm ist, wenn man dann mal außer Haus ist und vergisst, die Kerzen auszumachen. Da können ganz schlimme Schicksale dabei entstehen. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Also ich empfehle zu Weihnachten da, wenn es geht, vielleicht eine elektronische Variante zu nehmen. Und wenn man wirklich auf die Kerze besteht, dann sollte man vielleicht sich darauf vorbereiten, irgendwo vielleicht ein Eimer Wasser in die Ecke stellen oder ja irgendwas, wo man zur Not eine große Decke hat, weil wenn es mal irgendwann brennt, dass man es schnell auskriegt. Und ganz ehrlich, es sehen die Kerzen, die echten Kerzen ja auch toll aus. Ne? Mittlerweile gibt es da gute Alternativen, die wirklich nah rankommen, aber manch einer mag eben nicht verzichten auf diese echte Kerze. Aber so schön und nett sie aussehen, zu einem Brand kommt es eben auch schneller, als wir denken. Gerade beim Tannenbaum mit Kerzen, da geht das wirklich ganz schnell. Da gibt es auch so Videos im Internet, wie schnell das geht. Das dauert irgendwie 20 Sekunden, dann ist eigentlich das Wohnzimmer dann nicht mehr zu retten. Das muss man also wirklich am Anfang ganz, ganz schnell sein. Da hat man keine Zeit, noch einen Eimer zu füllen. Das kann ich nur jedem raten. Bitte, bitte, bitte irgendein Löschmittel. Von mir ist zur Not auch ein Feuerlöscher oder so da in die Nähe stellen. Und natürlich die Rauchmelder. Wer es noch nicht hat, jetzt aber schnell. Ja, jetzt aber schnell. Ein gutes Wort. Selbst hat Feuerwehr Willi glücklicherweise so einen Einsatz noch nicht erlebt. Nee, also Gott sei Dank noch nicht. Da muss ich auch ein großes Lob an die Vesbeckerinnen und Vesbecker aussprechen, dass sie halt wirklich so gut aufpassen, dass wir noch keinen Einsatz hatten. Vielen Dank an der Stelle und wollen wir mal hoffen, dass es so bleibt. Bitte, bitte. Das können wir nur unterschreiben und unterstreichen. Also am besten immer Eimer Wasser in die Nähe stellen, ganz doll aufpassen mit den Kerzen und am besten dann doch wirklich auf die elektrische Beleuchtung umsteigen. Schöne und besinnliche Weihnachtszeit. Schönen Montag. She got the brown-